Der absolute Höhepunkt des dreitägigen Jubiläumsfestes war aber am Sonntag der Sternmarsch mit anschließendem Festakt 60 Jahre steirischer Blasmusikverband auf dem Koloman-Wallisch-Platz. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur ermöglichte MEMA-TV Bilder aus luftiger Höhe. 44 Marschblöcke aus der gesamten Steiermark und Gastkapellen aus Slowenien und Südtirol, gesamt rund 5300 Musiker und Musikerinnen, nahmen auf dem Brucker Hauptplatz Aufstellung. Nicht nur die Musik stand im Mittelpunkt. Das große Ereignis brachte auch zahlreiche namhafte Ehrengäste in die Kornmesserstadt. MEMA-TV hat unter den vielen Ehrengästen einen neuen Reporter gefunden. Ja, Herr Obmann, Ingenieur Wiedenhofer, Chef des Steirischen Blasmusikverbandes, 60 Jahre Landesverband. Was hat das für Bedeutung für uns in der Steiermark? Mit dem Marsch Schloss Leuchtenburg. Hat eine sehr große Bedeutung, denn 60 Jahre Blasmusikverband ist auch kulturelle Arbeit für das Land Steiermark. Und wir sind besonders stolz, dass wir in den letzten Jahren sehr viele Jugendliche dazu gewinnen konnten, in den Blasmusikverbänden mitzutun, in den Ortskapellen, in den Stadtkapellen. Und das macht uns auch für die Zukunft sehr stolz. Herr Obmann, jetzt darf ich seit 8,5 Jahren als Gemeindereferent auch durch unsere wunderschönen Gemeinden unterwegs sein. Ich glaube, es ist ja so, dass wir die Musi brauchen zu schönen Anlässen, zu festlichen Anlässen, aber das geht hin bis zum Traurigen. Die Musi ist immer für uns da. Ja, es ist so, die steirische Blasmusik ist in den Gemeinden sehr aktiv und wir sind auch stolz, dass uns die Gemeinden und das Land sehr stark finanziell unterstützt. Ansonsten könnten wir diese Aktivitäten nicht an den Tag legen. Was logistisch für die Organisatoren eine große Herausforderung darstellte, war für die Zuschauer ein einzigartiges Blasmusikspektakel. Also der Hauptplatz bietet sich natürlich ideal an als Infrastruktur und wir machen alle 2 Jahre und das seit 15 Jahren immer wieder ein großes Blasmusikfest in der Stadt, ein internationales Blasmusikfestival. Und heuer haben wir anstelle dieses internationalen Blasmusikfestivals eben das steirische Blasmusikfest, das alle 10 Jahre stattfindet, eingeladen. Und was sich in den letzten Tagen schon abgespielt hat, das war wirklich traumhaft und wunderbar. Ein überwältigendes Bild und ich möchte zum 60. Geburtstag auch dem Landesverband unserer Blasmusik sehr herzlich gratulieren. Es ist unglaublich, wie sich über die Jahrzehnte auch die Qualität der Blasmusik verändert hat, nach oben verändert hat. Die Kooperation mit den Musikschulen, mit der Musikhochschule, mit dem Johann Josef Fuchs Konservatorium in Graz. Es ist unglaublich, welche Qualität unsere Blasmusiken in der ganzen Steiermark jetzt erreicht haben. Und man muss immer wieder sagen, welche Freude sie den Menschen in unseren wunderschönen 542 Gemeinden machen. Das ist ein großartiges Erlebnis. Die österreichische Blasmusik lebt mehr denn je. Und mich freut es ganz besonders, dass heute bei diesem tollen Wetter dieses tolle Landesmusikfest in Bruck an der Mur so stattfinden kann. Auch der steirische Diözesanbischof Egon Capellari unterstrich das Miteinander von Musik und der Kirche. Die Religionsgeschichte zeigt, dass Religion und Musik von ihren Ursprüngen her beieinander waren, nicht nur im Christentum. Musik ist wie die Kunst überhaupt ein Lebensmittel für ein Leben ohne Banalität, für ein Leben mit größerer Höhe und Tiefe. Und sie ist auch ein Glaubensmittel für die Vertiefung des Glaubens seit Jahrtausenden. Landeshauptmann Stellvertreter Schützenhöfer würdigte die Leistungen des Steirischen Blasmusikverbandes. Das ist 60 Jahre Blasmusikverband und das ist der Anlass, dass der zuständige Referent, das bin ich, herzlich Danke sagt den 18.300 aktiven Blasmusikerinnen und Blasmusikern in den 396 Kapellen. Die Blasmusik ist die Säule der Volkskultur. Sie ist in Freude und Leid bei den Menschen. Sie ist dabei vom werdenden Leben bis zum Friedhof. Und insofern stimmt das, was wir immer wieder sagen, dass die Volkskultur die generationenübergreifende Einbettung des Menschen in den Lebens- und Jahreskreislauf ist. Und in der Mittelpunkt dieser Volkskultur steht die Blasmusik. Und ich bin Ihnen unendlich dankbar, den Jungen und den Alten. Es stimmt ja auch die Mischung so großartig. 12 Jahre, 78 Jahre in einem Blasmusikverband, dass sie so viel ehrenamtliche Tätigkeit fürs Land leisten.
Alles in allem war das Landesmusikfest für den Steirischen Blasmusikverband, aber auch für die Stadt Bruck an der Mur ein herausragender Erfolg, wurden an den drei Veranstaltungstagen immerhin tausende Besucher aus nah und fern nach Bruck an der Mur gelockt. Ein Indiz dafür: Musik verbindet Menschen.